Hi, wir sind Martin und Tobi von Lost Minds. Und wir sind zurzeit unterwegs mit unserer neuen EP, die heißt Ghost and Echoes. Auf dem Sonnenbrücken-Sterne-Festival gespielt in Saarburg und am 21. September sind wir endlich mal wieder in der Heimat, also in Jena. Und Rosenkeller. Diesmal im Rosenkeller zusammen mit den Jungs von Videoclub. Sehr gute Band. Wir freuen uns. Aber hier geht der Rave. Wir sind eigentlich als Band sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir da in Berlin in der Turnbrauerei zusammen mit Matthias Neu wieder produziert haben. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf die neue EP Ghosts and Echoes und hatten ja jetzt schon das Glück, dass wir auf einigen Partys spielen durften, Konzerte spielen durften, seit Mai, seit der Record Release Party in Berlin. Die Texte sind diesmal viel offener und ich auch finde viel vielseitiger als vielleicht bei der vorhergehenden Platte. Aber inhaltlich sind sie immer noch sehr, sehr persönlich und ja, verarbeiten eigentlich schon das, was uns so in den letzten Monaten, anderthalb Jahren eigentlich so am meisten beschäftigt hat, was wir so erlebt haben. Im Oktober kommt noch was Schönes, worauf wir am Anfang niemals gewettet hätten oder so, was auch einfach nur so eine kleine Zugabe für uns sein wird. Wir werden oder dürfen am 22. Oktober in der Thüringen Halle in Erfurt spielen, und zwar ist das Finale des Thüringen Grammys.